So, und willkommen hier zum Unboxing-Video, kann man ja sagen, vom RuneQuest-Rollenspiel, das der Uhrwerk Verlag ja schönerweise durch sein Crowdfunding, das letztes Jahr stattfand, nach Deutschland gebracht hat. Und da habe ich vor einigen Tagen eben dieses nette 2,6 Kilo Paket, was ein bisschen unförmig ist, bekommen. Aber die Form ist wahrscheinlich einfach dem Material geschuldet, was da so drin ist. Und ja, das wollte ich dann hier einmal so ein bisschen zeigen. Und da habe ich dann gestern auch noch ein weiteres Päckchen bekommen vom Uhrwerk Verlag. Das ist so ein bisschen glatter. Und ich erinnere mich, dass der Patrick Götz mal gesagt hatte, dass das so in, ich meine zumindest, dass er gesagt hat, dass das so ein bisschen in Wellen geschickt wird. Also man kann dann auch durchaus mal zwei Päckchen kriegen. Und ich weiß jetzt nicht, ob dieses zweite auch noch dazugehört oder ob das nicht eine andere Sache ist, die ich jetzt noch erwartet habe. Das werden wir dann sehen. Auf jeden Fall, ich hatte dieses Crowdfunding mitgemacht, beziehungsweise es wurde mir geschenkt zum Geburtstag. War halt klar, dass das nicht rechtzeitig ankommt zum Geburtstag, aber kein Ding. Ich habe sowieso genug Zeug, wo ich nicht hinterherkomme. Ne? Ihr kennt das ja von vielen Dingen von euch selber wahrscheinlich. Und man hat ja auch mal Dinge zu tun. Das heißt, es ist für mich eigentlich dann nur wichtig, wenn ich das wirklich dann direkt spielen will und da die Zeit drängt oder so. Aber das war auch nicht, deswegen ist es erstmal so ein bisschen so eine Sammlersache, die ich aber möglichst noch lesen und spielen will. Naja, und das Ding war eben, dass das endlich mal einen Bezug zur Antike hatte, das Rollenspiel. Denn sonst habe ich den Bezug zur Antike, den ich ja eigentlich auch sehr gern mag, neben dem Mittelalter, diesen Bezug, den habe ich mal bei DSA 4.1 Dunkle Zeiten gehabt oder ein bisschen, ne, jetzt kommt ja jetzt ja gerade auch das Ulysses Crowdfunding von der Sonnenküste, also mit den Zyklopäern und so weiter, dass da so ein bisschen dieses griechische Antike drin ist und solche Sachen oder von hier von vom Uhrwerk Verlag gab es ja auch bei Fate mit Eagle Eyes ein ganz bisschen was, so ein Noir-Setting. Ja, aber immer nur so ein bisschen oder in der Vergangenheit oder altes System, ne, 4.1, dunkle Zeit und so. Ah, ja, okay, Myranor war auch ja so ein bisschen Antike. Ja, es war immer nicht so richtig und ich wollte mal so richtig Antike einfach in einem normalen Setting, wo nicht irgendwas nur in der Vergangenheit ist. Ja, und deswegen eben RuneQuest. Und ich habe dann ja natürlich schnell mitgekriegt, okay, RuneQuest ist anscheinend schon ein bisschen älter. Ein bisschen altehrwürdig sogar eher. Ja, und hat schöne Bezüge zu Antike und Mythologie. Ja, und da war ich dann eben auch dann schnell dabei. Das Crowdfunding, das Artwork und so hat mir dann auch gefallen. Jo, und deswegen war ich dann jetzt auch aktuell gerade beim Uhrwerk Verlag auch bei Lex Arcana dabei, weil wieder Antike, Alternate History und Römer mag ich sowieso gerne. Total cool, interessant. Ja, genau. Und da gucken wir dann jetzt mal rein. Ich werde dann einmal hier noch meine Schere holen müssen und für euch geht es direkt weiter, für mich aber erst gleich. So, das Zeug ist offen und es war jetzt doch ein bisschen, wie ich erwartet habe. Also hier ist wohl alles drin und das hier ist dann doch was anderes, denn das kann ich ja an dieser Stelle schon hier einmal sagen. Der nette Dominik Pilarski vom Uhrwerk Verlag, von der Feldredaktion, hat mir hier den neuen Malmsturmband Wege aus Blut und Eisen, ein Comicband im Prinzip, den hat er mir hier geschickt. Und den werde ich mir schön in nächster Zeit ein bisschen durcharbeiten und da dann mal eine schöne Rezension von machen. Danke auf jeden Fall dafür und so geil wie die sind beim Uhrwerk Verlag, haben sie gleich auch noch was von Splittermond reingelegt. Ein nettes Poster. Sehr, sehr schön. Danke auch dafür, werde ich glaube ich entweder aufhängen, wenn ich noch einen Platz habe, oder einem Splittermond-Fan aus meinem Umkreis schenken. Der wird auf jeden Fall Verwendung dafür haben.
Aber dann wenden wir uns erstmal wieder dem eigentlichen Ding zu. Oh ja, das ist ein Klopper. Und da ist auch schon einiges zu sehen. Okay, gucken wir mal, was haben wir denn hier? Ich hatte die Würfel bestellt, genau. Und zwar in Türkis, das ist richtig. Gut. Und, da ist noch was. Ach, da gab es diese Special-Würfel noch, genau. Die hatte ich in Rot bestellt, richtig. Und, ich glaube, ich weiß, was Patrick Götz meinte. Und ich hatte mich anscheinend richtig erinnert. Das hier ist einfach nur Buch und Würfel. Denn haben sie ja alle schon relativ zügig dann gehabt. Beziehungsweise sie haben das Crowdfunding ja gestartet, wo sie schon wussten, gibt es dann schon was zu holen. Da können wir recht schnell dem Wichtigsten hinterherkommen. Und ja, er meinte, glaube ich, dass diese wichtigsten Sachen, also Buch, Würfel, dass das dann eben schon kommt. Und dass die anderen Dinge... Das ist wirklich ein Klopper, du. dass die anderen Dinge, dieses ganze extra Crowdfunding-Material, dass das halt dann später kommt. Okay, das heißt, ich werde auf jeden Fall dann noch ein Teil 2 machen später. Und ja, ich denke mal, wir können da einmal kurz auch hier reingehen in das Zeug. Da brauche ich dann wieder meine Schere. So, und ich habe das Ganze mal aufgemacht. Hier war natürlich einfach Folie drum. Hier konnte man das mit der Hand einfach ein bisschen aufbrokeln. Und hier gab es halt an der Seite einfach ein bisschen Kleber, den man aufgeschnitten hat. Ja, okay. Also, Hammer. Also, es sieht sowieso schon mal geil aus, ne? Aber, also das Ding, ne? Wenn man das so mit einer Hand, also da kann man schon sich zwei holen und dann ein bisschen Workout machen. Das ist wirklich... Oh Gott, guckt euch diesen Klopper an. Richtig, richtig krass. Da werde ich natürlich auch noch ein durchgeblättert Video von machen. Gleich wahrscheinlich sogar. Ah ja, Uhrwerkzeichen ist auf jeden Fall auch drauf. Das neue Uhrwerk-Logo. Mein Gott. Sogar ein zweispaltiger Klappentext hier. Richtig krass. Und oh, da steht sogar 49,95 drauf. Das heißt, es ist gar nicht so ein 60-Euro-Buch, wie ich dachte, weil die Star Wars-Bücher, ich kann ja einmal ganz kurz holen. So. Die Star Wars-Bücher, die sind... Also das vordere hier ist jetzt Star Wars. Also das ist schon dünner, ne? In Anführungszeichen. Kostet 60 Euro. Na gut, die Lizenz ist wahrscheinlich auch einfach mega teuer gewesen. Ulysses hat es ja auch nicht umsonst dann wieder eingestellt. 440 Seiten. Und hier haben wir... Ja, Moment. 400... Au, jetzt bin ich hier gegengekommen. 434, also die Seitenzahl ist eigentlich denn doch ähnlich. Gut, das ist natürlich irgendwie doch auch vergleichbar, aber anscheinend ist das hier alles ein bisschen fetter. Und das ist, also es hat anscheinend auch seinen eigenen Geruch. Ja, ich würde auf jeden Fall sagen, RuneQuest hat seinen eigenen Rollenspielbuchgeruch. Das ist doch schon mal eine ganz geile Sache. Die Schrift ist auch, ich sag mal, angenehm groß für so ein Format. Ah, sehr geil. Drachenpasskarte. Also wir haben jetzt nicht irgendwie diese ganz kleine Star Wars Schrift.
beziehungsweise DSA 4.1 Schrift. Oh, und wir haben hier hinten ja auch noch eine Karte drin. Moment, wir haben, war das im Crowdfunding irgendwie, dass man den Vor- und Nachsatz dann bedruckt hat? Hier haben wir eine Karte von Kühnheim. Und am Anfang, was haben wir da? Den Drachenpass. Na, schöne Karte. Ach, ich komme hier immer gegen. Verdammt. Entschuldigung. Einfach noch eine normale Karte. Das ist ein bisschen wie Myranor. Erinnert mich jetzt wirklich an Myranor. Und die Karte, haben sie die extra größer gemacht, weil es vom Crowdfunding her möglich war? Bin mir da jetzt auch nicht mehr sicher. Aber die ist wirklich, ist das A2 oder was? Oder A1? Kühnheim. Mein Gott, richtig, richtig detailreich. Okay, Wahnsinn. Okay, das habe ich auch noch nicht so richtig gesehen, so eine Art von Karte. Drachenpassregion. Sehr, sehr geil. Das ist wieder ein Dokument, das ich in meinen Ordner stecken muss, weil ich nicht so gerne irgendwelche Karten und so irgendwo drin in Büchern drin habe. Ich will immer schon gerne, dass die Bücher richtig zugehen, außer jetzt bei DSA 4.1, wo dann die Kartenlaschen drin sind. Und hier die normalen Würfel, das normale Dice-Set, das kann man so mal rausziehen. Und ja, das werde ich dann einfach auch da dann drin lassen, denke ich mal. So, und dann hat man hier die verschiedenen Würfel und die sehen auch echt geil aus. Also das, da bereue ich wirklich nicht die, ich glaube 15 Euro, na gut, war ein Geschenk, aber ich hätte es nicht bereut, die 15 Euro auszugeben. Die sind auf jeden Fall richtig, richtig schön und edel. Solche Würfel sind echt genau nach meinem Geschmack. Ja. Ja, geil. Gefallen mir sehr, sehr, sehr gut. Und ich kenne mich ja mit dem System jetzt noch überhaupt nicht aus, aber es gibt ja anscheinend hier diese Special-Würfel. Die lasse ich dann wohl auch in diesem Pack drin. Das funktioniert anscheinend ähnlich. Ein bisschen wie so eine Pralinenpackung hier, finde ich. Runecrest Spezialwürfel. So. Ach so, das Fette hier ist ein Trefferzonenwürfel. Sowas habe ich doch auch schon mal irgendwie. Aber gut, die Wahrscheinlichkeiten sind manchmal auch verschieden auf diesen Dingern. Left Leg, Right Arm, Head und so weiter. Okay. Was ist das hier? Omen oder was? ABD Omen? Okay, weiß ich jetzt nicht richtig. Auf jeden Fall, hier drauf sind englische Begriffe. Nur, dass ihr es wisst. Und, okay, das hier. Klar, okay. Das sind irgendwelche Runen oder so, irgendwelche Schriftzeichen. Da habe ich jetzt auch keine Ahnung, was das ist natürlich, weil das diese Spezialwürfel sind. Und genauso hier. Sind zwar Zahlen drauf, aber eben auch Symbole, SR und so. Da weiß ich natürlich jetzt nicht, ob das dann auf Englisch gemünzt ist. Ne? Wahrscheinlich schon, weil das ja auch alles eben original hier von Chaosium Englisch ist. Okay, müsste man sehen, aber ich glaube, wenn man das dann erstmal im Spiel so gecheckt hat, was ist, dann ist das, glaube ich, kein Problem. Das Spielsystem fängt auf Seite 137 erst an. Richtig geil. Ah ja, hier werden auch gleich so ein paar Würfel beschrieben. Sehr schön. Ja, das sieht wirklich ganz geil nach Antike aus. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Eigentlich ist das ja fast schon geil für Illustratorinnen und Illustratoren, ne? Dieser Stil. Also würde ich jetzt erstmal als Laie so denken. Weil du musst jetzt nichts Pseudo-Realistisches irgendwie erschaffen. Du kannst auch mal so ein Schwarz-Weiß-Ding, das ist vielleicht aus einer älteren RuneQuest-Version, aber du kannst wirklich
solche, ich nenne es jetzt mal so schematischen Bilder machen, die eben an die Antike erinnern. Ja gut, okay. Es gibt durchaus auch nochmal so ein bisschen andere Darstellungen. Das sind vielleicht dann neuere. Oh Gott, dieses Buch in einer Hand zu halten die ganze Zeit, das ist... Es ist ein Kraftakt im wahrsten Sinne des Wortes. Aber dieser Stil, okay, der ist ein bisschen comichaft, ehrlich gesagt. Aber irgendwie, ich finde ihn doch passend für das, was ich bisher so gesehen habe. Auch mal einen Kasten und so, ja, okay. Ja, hier kommt wieder dieser antike Stil. Ah, krass, okay. Es scheinen, ich weiß gar nicht, also es sind schon gar nicht wenig Bilder drin. Das ist sicherlich auch, genau, das war auch so ein Feature-Bild, ne, was sie irgendwo dann im Crowdfunding hatten. Eins der richtig geilen. Ja, okay, es ist ein bisschen gemixt, jetzt auf einmal wieder so. Da haben sie wahrscheinlich aus älteren Versionen und so tatsächlich auch noch was genommen. Oder einfach welche in Schwarz-Weiß hinzugefügt, weil es eben auch irgendwie passt und so. Und das dann gar nicht so teuer war und sie einfach mehr Illustrationen reintun konnten, keine Ahnung. Auf jeden Fall eine coole Sache. Und ich werde mich dann wohl gleich mal daran machen, diesen Klopper durchzublättern. Gucken wir mal so ein bisschen, was da im Detail drin ist. Meine Güte, ich habe jetzt schon Respekt davor, das erschlägt einen echt. Die Würfelsets werde ich jetzt nicht nochmal irgendwie extra in einem Video machen oder so, das reicht ja jetzt hier. Aber das andere Crowdfunding-Material, was später kommt, das mache ich nochmal separat. Mein Gott, mit was ist das Buch denn vergleichbar in seiner Klopperigkeit hier? Star Wars, ja gut, aber Star Wars ist ein bisschen dünner insgesamt, auch wenn es eine ähnliche Seitenzahl hat. Ich weiß gar nicht, ehrlich gesagt. Naja, grundsätzlich irgendwie Grundregelwerke, ne? Weiß gar nicht so genau. Habe ich noch irgendwas im Regal in die Richtung? Glaub nicht unbedingt. Aber sonst könnt ihr mir ja noch was schreiben, falls ihr noch mal einen direkten Vergleich habt. Gut, dann erstmal soweit und bis dann.